Hey, Ghoul, was geht? Ich habe hier ein paar New Dawn-Klamotten für dich. Sieht glaubwürdiger aus, oder? Cool, danke, Mann. Kein Problem, mach sie fertig. Ja? Hi, ich bin Jason Lowell. Ich bin hier für Ihren Audit. Okay, Jason Lowell. Sie sollen der Beste sein. Kommen Sie. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Bitte. Okay, fangen wir an, hä? Meine Quellen sagen mir, dass Sie Zweifel an unserer Kirche haben. Ich möchte, dass Sie mir davon erzählen. Zweifel, ja. Zweifel ist ein starkes Wort. Früher war ich inspirierter, als ich heute bin. Jimmy, kommen Sie. Seien Sie offen mit uns. Sie haben recht. Okay. Okay, es gibt Gerüchte über diesen Ort, an den Sie Kirchenmitglieder mit Problemen schicken. Und es dauert lange, bis Sie wiederkommen, wenn Sie überhaupt wiederkommen. Ich habe diese Gerüchte gehört. Und wissen Sie was? Es sind nur Gerüchte. Und kriege ich keinen Ärger? Für die Wahrheit? Nein. Danke, Sie werden es nicht bereuen, ich verspreche es. Aber nur noch eins. Ich muss diesem Gerücht auf den Grund gehen. Also, wissen Sie, wo dieses angebliche Lager sein soll? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde es nie heraus. Und hat es einen Namen? Der Rote Raum. Sie nennen es den Roten Raum. Ach ja, Mann. Eine Sache noch, Mann. Ihre letzten 5 Filme waren echt beschissen. Also geben Sie sich Mühe. Okay, immer den Kopf hoch. Peace! Das habe ich noch keinen gesehen. Okay, das... Manch einer behauptet auch, dass 12 das irgendwie cool war. Ja, irgendwie war er das auch. Okay, ich habe eine Spur, wie wir New Dawn drankriegen, aber mir fehlt noch eine Info. Jimmy Siska hat Angst vor einem gewissen roten Raum. Jimmy Siska in der Rote Raum. Der Rote Raum scheint eine Art Reha-Zentrum zu sein, wo die Kirche problematische Mitglieder hinschickt. Manche, die da hingehen, bleiben für immer weg. Wenn die Leute kidnappen, wäre das ein Riesending für uns. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Soll ich mich umhören? Nein, ich mach das. Verdammt. Hier ist Miranda. Hi, ich bin's, Marcus. Marcus? Holloway? Woher hast du meine Nummer? Klar, ist schon klar. Ich brauche Hilfe. Es geht um New Dawn. Hast du je vom Roten Raum gehört? Miranda? Ich schick dir eine Adresse. Triff mich dort. Ich brauche nur Infos. Bitte, ich möchte nur nicht verletzt werden.
Was zum Teufel geht hier vor? Okay, ich bin im Farmington's Überwachungssystem. Ich brauche nur einen Zugangspunkt in ihr Netzwerk. Nice. Offenbar testet Farmingtons jetzt auch Blooms Produkt. Erzähl. Die scannen mit Bloom-Algorithmen Daten und markieren Risikomitarbeiter. Und wer steht auf Platz 1 der Suchwortliste? Oh, das ist so süß. Gute Arbeit, Jungs. Die feuern also Leute, die uns unterstützen? Wir sollten sie verteidigen. Nicht nur unsere Supporter. Jeden, der nur das geringste Interesse zeigt. Ich schau mal in ihr Hauptbüro. Mal sehen, ob ich den Gefeuerten eine... organisieren kann. Direkt vor einem Kopf? Im Ernst? Lassen Sie das. Hallo, wir haben fantastische Tagesgerichte. Hey Retro, was geht? Schlag nur die Zeit tot, und du? Ich wollte meinen Cousin treffen, aber er ist nicht hier.
Wir haben da womöglich was für Detzek. Ach ja? Bin ganz Ohr. Er kauft sein Gras von den Auntie-Shoes, schon seit Jahren. Also kennt er ein paar ganz gut. Er hat sie über einen Warentransport mit den Bratwurst reden hören. Ich glaube nicht, dass das ganz Detzeks Baustelle ist. Er glaubt nicht, dass es Drogen sind. Sie handeln mit Menschen. Okay, das ändert die Sache. Wo kriege ich mehr Infos? Ich schicke dir einen Ort, wo die Shoes abhängen. Jemand da wird mehr wissen. Hi. Ich habe gerade von einer Art Gangstertauschbörse erfahren. Shoes und Bratwa. Wieso sollte man zwei verschiedene gemeingefährliche Gangs gleichzeitig ärgern? Weil alle die einsamen Rächer lieben. Eigentlich geht die öffentliche Meinung da auseinander. Nicht bei Deadsecks Zielpublikum. Wenn wir den unbestreitbar bösen Jungs auf die Finger hauen, kriegen wir Follower. Einfache Rechnung. Die in dem Fall stimmt. Ich werde mal die Shoes besuchen, mal sehen, was ich finde.